Hallo nochmal aus der Szene hier in Wien. Heute noch mit Tom und Robste von Equilibrium. Der Tom hat gerade gespielt, Robste, du spielst erst. Ja. Freut ihr euch schon? Freut ihr euch, wieder in Wien zu sein? Sehr. Österreich ist immer geil. Übrigens nochmal danke an Österreich für Platz 20, der österreichischen Charts. Gerne. Sehr geil. Vielen Dank. Und in Deutschland ja Platz 5. Ja. Das neue Album Armageddon ist Platz 5 in Deutschland. Ja. Hättet ihr damit gerechnet? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nein, wir saßen an dem Tag in Nürnberg am Flughafen. Dann war erstmal so, Flugzeug hat technische Probleme. Und in der Zwischenzeit haben wir mitbekommen, hey, by the way, ihr seid Platz 5 in den Charts. What? Okay. Und dann war Boarding in dem defekten Flugzeug. Jeder hat sowieso schon gesagt, okay, jetzt sind wir Platz 5. Jetzt verrecken wir. Ja. Heißt verrecken, dann feiern? Nein, das heißt sterben. Aber es wäre dann gut gewesen, wäre das Flugzeug abgestürzt, das hätte sich dann in der Presse breit gequatscht, dann wären wir eine Woche später auf Platz 1 gewesen. Das wäre dann so richtig legendenmäßig. Genau. Oder? Da hätte dann jeder die CD von dieser toten Band gekauft. Das wäre halt schade, ja, schade. Kann man jetzt nichts mehr machen. Wenn wir das nächste Album nicht schaffen auf Platz 1, dann müssen wir abstürzen. Kann man... Okay, du bist das, weil du hast gesagt, bitte. Kurzes Autogramm im Interview. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Hallo. Ich muss das für einen Freund machen. Entschuldigung. Ich muss dich nicht entschuldigen. Ich finde das gut, das ist doch mein Job. Ich bin halt ehrlich, ja? Ja, und du bist im Interview. Hallo. Gut, nochmal zurück zu Armageddon, zum neuen Album. Es ist jetzt ernster als die Vorgänger. Ist das aus einer Laune heraus erstanden? Erst der René hat es geschrieben, aber oder ist es schon beabsichtigt, dass das jetzt eine ernste Richtung einschlägt? Also eigentlich, wenn man es mit dem Ehrentempel vergleicht, dann ist die Mischung gleich geblieben. Wir hatten ja damals den Wirtshaus-Gaudi und Apokalypse und was lange währt und dann hatten wir Flötenklang und ist eigentlich eine gute Mischung. Jetzt sagen wir ernsthafte Sachen mit bei, aber auch ja, lustige Sachen in Form von Helden mit den Computergames und so weiter. Diese Sauf-Songs sind nicht dabei. Ja, das ist ein ganz klarer Faktor, weil wir wollten tatsächlich einfach, es ist wichtiger, ernste Themen im Sinne von Themen, die wirklich passieren, die man metaphorisch dann umschreibt. Ich glaube, es war auch Renés Intention, einfach in die Welt zu tragen und nicht zum fünften Mal, zum sechsten Mal, hey, wir können Bier trinken, das wissen wir alle. Das müssen wir uns nicht selber besingen, das wissen die Fans und live präsentieren wir die Saufsongs auch weiterhin und... Also gibt es da nichts, wo ihr euch wohler fühlt, sondern es ist beides irgendwie eures. Wichtig ist, dass man sie nicht ständig selber kopiert, dass man halt immer irgendwie was Neues macht. Und ich denke mal, jetzt der nächste Saufzong wäre einfach ein bisschen überladen gewesen. Es kommt vielleicht nochmal auf dem nächsten Album irgendwas in der Art oder vielleicht mal Haxe fressen oder was, aber erstmal ist es reicht. Also wir saufen jetzt wie gesagt nicht wen, ja, aber... Ja, eigentlich nicht mehr allen. weil du das gerade angesprochen hast, ihr feiert es gern. Gibt es bei euch in der Band, also ihr kommt mir vor wie eine sehr harmonische Band, ihr versteht euch alle gut. Und ihr seid alles im Equilibrium, ne? Ja. Aber gibt es da mal wen, der dann sagt, jetzt ist aber genug und ihr müsst euch ein bisschen zusammenreißen für morgen? Also wir haben Gott sei Dank alle das Alter, wo wir unsere Grenzen kennen und so wirklich besoffen ist hier keiner. Großer Vorteil ist auch, dass wir wirklich teilweise tausende von Kilometern auseinander wohnen, dass wir uns mit Proben nicht auf den Sack gehen, nicht mit irgendwelchen Wochenendexzessen, dass wir uns wirklich nur auf Konzerten sehen und das ist dann natürlich ein ganz großes Highlight wie ein Familientreffen und so ist es halt immer schön. Also ich mag den Dom sehr, sehr gerne, aber wenn ich jetzt wüsste, ich muss den jetzt jedes Wochenende sehen. Das ist zu viel. Ich hätte ihn immer noch gerne, aber es würde mir irgendwann auf den Sack gehen. Es wäre nicht mehr so schön. Ja, ich wohne jetzt hier ganz links von Deutschland. Genau. Und er wohnt ganz rechts von Deutschland. Hier ist irgendwo der Hatti in Israel. Hier ist irgendwo den Bayern. Und da ist Düsseldorf, da wohnt der Maki. So, fertig, aus. Und wenn irgendwas ist, dann haben wir einen WhatsApp-Chat. Und selbst da antwortet schon kaum noch jemand, weil wir uns halt die Vorfreude aufs nächste Mal sehen nicht kaputt machen wollen. Das haben wir uns ja nicht mehr zu erzählen. Er probt ja wirklich selten. Also der Dom hat vorher schon gesagt, er hat jetzt einmal geprobt. Der Equilibrium ist das wirklich sehr. Haben wir geprobt? Wo war ich denn da? Ja, nee. Vor meiner ersten Show mit Equilibrium. Ach so. In Wolfsfeld hatten wir geprobt 2014. Einmal. Ja. Ja, das, wer probt, kann nicht. Habe ich immer gesagt. Hat er immer gesagt. Und wenn wir der Szene sagen, wir sind Profis, dann dürfen wir halt nicht proben. Da sitzt halt jeder zu Hause vor seinem Rechner und. Schon im Wort, ne? Genau. Profis.
Und ihr habt ja auch ein neues Bandmitglied, den Maki als Bassisten. Jawohl. Und wie geht's ihm so mit euch? Wie geht's euch mit ihm? Naja, wir sind sehr, sehr zufrieden mit ihm. Wir freuen uns drüber. Wir kennen uns ja schon lange. Er war ja bis vor kurzem unser Road- und Tourmanager gewesen und er wusste, auf was er sich einlässt. Also es gibt für ihn auch keine großen Überraschungen. Und er weiß halt, dass bei uns alles sehr entspannt und harmonisch zugeht. Er hat auch sehr viel dazu beigetragen. Als ehemaliger Tourmanager hat er halt immer darauf geachtet, dass alles gemütlich ist. Und somit kam er eigentlich, er hat sich selber vorbereitet, dieses schöne, gemütliche Nest, und hat sich dann einfach nur noch reingesetzt. Das ist ziemlich bequem. Und wir sind zufrieden, haben jetzt keine Frau mehr an Bord. Und, das ist schade. Schade. Also, ich sag mal so, für mich ist es so angenehm, nur mit Männern, weil man hat natürlich auch eine gute Erziehung. So, und man hat reichhaltiges Catering jeden Tag und hin und wieder bläht sich mal der Bauch auf. Das heißt, wenn Frauen anwesend sind, pupst man natürlich zurück. Nicht. Genau. So, und jetzt, wo natürlich nur Männer sind, achtet keiner mehr drauf. Und wenn einer pupsen muss, dann pupst er ganz einfach, fertig aus. Da ist nie wieder Bauchschmerzen und alles ist total geil. Also dann möchte man euch lieber nicht besuchen, wenn ihr mal im Essen. Also, musst du dich halt anpassen. So. Haust ihm doch direkt in die Schnauze. und ihr habt ja diesen Sommer auch große Festivalshows gespielt. Du bist ja jetzt doch schon lange dabei, kann man sagen, lange, ja. Und du, ja, das ist lange. Du bist neuer. Ja, neuer. Aber so eine Show auf Wacken ist dann doch wieder was Besonderes, oder? Ist man dann noch nervös, wenn man auf die Bühne geht vor so vielen Leuten? Ja. Und vor allem diese Shows schaffen es immer wieder, scheißegal wo es ist. Diese Shows haben diesen einmaligen Charakter, es funktioniert nichts davor. Okay. Es funktioniert nichts. Na, du gehst auf jede Show, kleine Show, also alle Shows sind geil. Also wir spielen alle gerne. Aber natürlich ist ein Wacken-Publikum vor zigtausenden von Menschen ein Highlight, auch für die Bands. Und dann funktionieren die Funksender nicht, dann geht's Mikro nicht, dann reißt die Gitarrenseite kurz vor Umbau. Und dann sagst du. Da wird man dann schon nervös. Ja, natürlich, da wirst du scheiße nervös und dann bist du. Er auch. Du nicht? Jetzt nur so. Er hat ja keine Gitarrenseite, die ihm reißen kann. Beispiel. Ja, klar. Und dann am Ende war es mega geil. Also ich finde es immer gut, wenn ihm irgendwas passiert und den anderen. Dir nicht. Ich bin da immer echt sehr, sehr relaxed. Also ich muss dann immer nur zusehen, dass ich nicht mit irgendwelchen blöden Sprüchen dann komme. Weil wenn er dann ein bisschen angespannt ist, dann ist das sehr, sehr ungünstig für die Stimmung im Allgemeinen. Das kann passieren, ja. Weil Robert hat einfach ein Gemüt, das immer wieder schafft, in eine offene Wunde noch einen Finger reinzustecken. Okay. Mit Salz dran. Und ist es für dich als Sänger leichter, vor so einem großen Publikum oder vor einem kleineren die Leute zu animieren? Ist egal, wo du bist, kleiner Club oder so. Und die Show beginnt und dann bist du halt in deiner Robse-Rolle als Sänger von Equilibrium und dann gibst du halt 1000%, egal wo du bist, ob es ein kleiner Pub ist oder eine große Bühne, das ist überall das gleiche Feuer. Und Social Media ist natürlich ein großes Thema bei jeder Band. Macht ihr das noch selbst, die ganzen Posts? Wer von euch macht das vor allem? Macht der René. René? Der hat auch als einzigster die Zugangsdaten. Weil da ist er ein bisschen vorsichtig. Wenn ich die hätte, dann würde ich hin und wieder bestimmt mal Unsinn machen. Und wir versuchen halt so nach Wirtshaus Gaudi und so weiter so ein bisschen nicht ganz so albern zu wirken. Sind die ernsthaft? Hätte ich die Zugangsdaten zu diesem Facebook-Account, wäre das wieder weg. Dann wäre das wieder weg. Mit einem Schlag weg. Könntest du wieder von null anfangen. Und wenn ihr so reinschreibt, so welche Setlist hättet ihr gern so an die Fans, werden dann auch die Wünsche berücksichtigt, was sich gerne mit? Ja? Natürlich, soweit die Setlist eben zulässt. Wir haben hier 90 Minuten auf dieser Tour, wir spielen die 90 Minuten, versuchen alles etwas zu mischen natürlich. In gewissen Ländern oder in gewissen Regionen wünschen sich die Menschen nur Party-Songs, machen wir natürlich auch nicht dementsprechend. In welchen Regionen vor allem? In den südlichen Regionen hast du mehr so dieses folkige, partymäßige. In Skandinavien war es dann eher so härter, düsterer. Ja. Aber inzwischen mit 5 Alben und einer EP ist es natürlich unglaublich schwer, irgendwie alle zufriedenzustellen. Ich hatte was Witziges gelesen nach Wacken, da fand einer die Wackenshow alleine nur deswegen scheiße, weil wir unter der Eiche und Met nicht gespielt haben. Wie können die es sich wagen? Und
Ja, da gibt es aber irgendwie oft, wenn sie dann sauer sind, wenn ein bestimmter Song nicht kommt, das ist dann schwierig, kann ich mir vorstellen. Bei manchen ist es noch nicht angekommen, dass hinter Equilibrium ein bisschen mehr steht als nur unter der Eiche und Met. Ist schwierig zu verstehen, aber es ist so. Ja. So, und wir wollen natürlich die Fans in erster Linie natürlich befriedigen. Wir wollen natürlich auch weiterhin unseren Spaß auf der Bühne haben. Und wir wollen halt auch mal wieder neue Sachen spielen, die wir halt noch nie gespielt haben und sind dann manchmal in der Hinsicht auch vielleicht ein bisschen egoistisch. Weil, wie gesagt, wir wollen auch unseren Spaß und wollen uns halt nicht... Das ist dann halt langweilig, oder? Ja, genau. So, und dann, wir haben jetzt hier Sachen bei, die haben wir ewig nicht gespielt, beziehungsweise auch haufenweise kompletter, Armageddon halt. Das haben Sachen, die wir noch nie performt haben. Und jetzt ist natürlich der Fokus komplett auf den neuen Songs gelegt. Und da wuseln wir natürlich nicht irgendwo in den ersten Alben rum und da bleibt natürlich einiges auf der Strecke. Aber ein paar alte Sachen kommen wahrscheinlich schon immer wieder. Ja. Also ich finde es, für mich ist es sehr, sehr gut, weil bei den neuen Sachen, da ist nicht so zugebastelt mit Text. Das heißt, ich habe zwischendurch immer ganz viel Pause, kann mich auch... Dichten, ja, erholsam. Muss nicht mehr so viel rappen. Treppen. Ja, wir müssen jetzt bald mal auf die Bühne. Stimmt. Ja, stimmt. Dann wünsche ich euch eine gute Show und viel Spaß in Wien und danke fürs Interview.